José Pierre Vungudika, Fußball ist eine Herzensangelegenheit, irgendwo dort in der Menge, irgendwo da zwischen den jubelnden Fans, freut sich die Empfängerin seiner Herzensbotschaft. Sie formen Ihre Hände immer nach dem Tor. Erklären Sie mal für wen und was es bedeutet. Das Herz war jetzt für meine Verlobte, die hier ist und die Tore habe ich hier gewidmet. Aber der Reihe nach, wen in Rot-Schwarz beginnt unkonzentriert, Ballverlust des ansonsten starken Robert Müller. Der VfB zum Glück für die Gastgeber mit fehlender Konsequenz im Abschluss. Danach bekommt der SVW in Wiesbaden die Partie deutlich besser in den Griff. Vungudika gefoult von 4. Trainer Marc Kienle in Erwartung des Freistoßes von Nils Ole Boog. Und der weiß gar nicht, wo er hinspielen soll. Aus diesem Notball nach hinten entwickelt sich ein ganz gefährliches Ding nach vorne. Und plötzlich heißt es 1:0 für den SVW in Wiesbaden. Neuzugang Sofian Benjamina mit seiner Torpremiere. Er schaltet nach dem Freistoß Kuddelmuddel am schnellsten. Die Situation davor weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass Alf in der Mitte den Ball hat. Ich täusche auf 1 an, gehe dann auf 2 und gehe dann wieder auf 1. Und der Ball kommt perfekt und ich habe dann den Fuß hingehalten und dann ging der rein. Ja. Alles verstanden? Hier nochmal die Bildanalyse. Er geht zum zweiten Pfosten, dann zum ersten, dann wieder zum zweiten, zum ersten und dann ist er zum dritten drin. 1:0 SVW in Wiesbaden. Für Jürgen Kramny, den Trainer des VfB Stuttgart Nachwuchses, ist jetzt schon klar, der SVW in Wiesbaden ist an diesem Abend nicht zu knacken. Allein, sie schaden sich selbst. Fehlpass Nico Herzig. Aber da kapituliert Felix Lohkämper bereits vor dem Abschluss. Grober Schnitzer vom Kapitän des SVW in Wiesbaden hier. Aber diese Perspektive verdeutlicht das Versagen des Stuttgarters. Es folgt die Performance von Alf Minzel und seinem linken starken Fuß. Ecke Nummer 1 noch misslungen. Ecke Nummer 2 schon deutlich gefährlicher. An den Ball kommt Tobias Jenicke. Und es folgt der ganz große Auftritt von Robert Müller. Robert Müller immer noch am Ball. Er sieht Vungudika 2:0. Die Vorarbeit, klasse. Müller, gleich gegen 2 auf einem Bierdeckel. Und dann hat er noch das Auge für den, der einschenkt. Und der heißt José Pierre Vungudika. Es folgt Kombinationsfußball des SVW vom Allerfeinsten. Auch wenn nicht alles gelingt, der VfB Stuttgart zum Zuschauen verdammt. Alf Minzel erkämpft hier den Eckball, den er selbst schießen wird. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ecke Alf Minzel und wieder Gefahr. Wen Wiesbadens Trainer Marc Kienle vertraut genau den Feldspielern, die nur knapp im DFB-Pokal gegen den ersten FC Kaiserslautern ausgeschieden sind. Und die machen weiter Druck. Sofian Benjamina. Nils Ole Boog, nächste Gelegenheit. Wen Wiesbaden spielt den Gegner schwindelig. Das ist auch im zweiten Durchgang so. Markus Kolke. Der wieder für Florian Frommlowitz im Tor. José Pierre Vungudika, einmal mehr auf die Außen ausgewichen, setzt sich da prima durch und in der Mitte Benjamina mit Treffer Nummer 2 für seinen neuen Arbeitgeber. Tanzt den Benjamina, tanzt den Vungudika und der Rest ist Cha-Cha-Cha und Hopsasa.
Benjamina, nach dieser tollen Vorstellung von Vungutika hat im Kopfkino alles abgespeichert. Da kam Joe auf der Außenbahn, hat sich den Ball kurz vorgelegt. Klasse Ball auf dem zweiten Pfosten. Ich spekuliere dann auf zwei und halt dann den Fuß hin. Ja. Und auch super Tor, also super Vorlage. Und grinst sich eins. José-Pierre Vungutika und Soufiane Benjamina, da könnte etwas zusammenwachsen, was dem SVW in Wiesbaden in dieser Saison noch eine Menge Spaß bereitet. So schön ist dieser Treffer. Fast schon blindes Verständnis. Ja, ich verstehe mich auch sehr gut privat mit Joe und wir suchen uns auch immer auf dem Platz und ich denke, das klappt ganz gut mit uns. Es folgt die One-Man-Show von Sebastian Mrowca. Hier erobert er den Ball. Da setzt er sich durch. Und dann ist er unglaublich schnell auf dem rechten Flügel. Benjamina bietet sich an, aber wenn Vungutika doch besser steht, ist der Ball schon wieder drin. 4:0 SVW in Wiesbaden. Und da ist es gleich wieder das Herz nach jedem Treffer von Vungutika gerichtet an die Verlobte. Und diese Energieleistung von Mrowca ist es wert, noch einmal gezeigt zu werden. Schauen Sie mal, er guckt nach Benjamina und passt ihn dann auf Vungutika. Einfach klasse. Und die tolle Frühform von Vungutika könnte bei höherklassigen Vereinen Begehrlichkeiten wecken. Ich konzentriere mich voll, ganz und gar nur auf den Verein jetzt hier, SVW in Wiesbaden, und dann wird man sehen, was kommt. Der SVW in Wiesbaden nimmt Stuttgart auseinander. Das ist die Mannschaft, auf die Armin Fee, der ehemalige Frankfurter Trainer, schaut, um seinen Profikader aufzufüllen. Hier an diesem Abend ist nichts zu sehen von möglichen Bundesliga-Profis. Dann darf Soufiane Benjamina den Platz verlassen. Ehrenrunde vor der eigenen Bank. Und er vergisst niemanden, lässt sich von jedem die Hand schütteln, lässt sich gratulieren zu seinem Doppelpack. Für ihn kommt ein weiteres Talent, Luca Schnellbacher. Und der setzt sich sofort in Szene. Langer Ball von Nico Herzig. Den zweiten Ball erobert Schnellbacher. Jenicke in der Mitte, Tobias Jenicke. Es kann deutlich höher als nur 4:0 stehen. Nochmal, dieser lange Ball von Nico Herzig kommt zwar nicht ganz genau an, aber Schnellbacher schaltet sehr schnell, sieht Jenicke. Wie in Wiesbaden mit dem nächsten Versuch. Nils Ole Boog. Freistoß-Spezialist. Auf Nico Herzig, den Kapitän. Der hat sich aus der Abwehr nach vorne geschlichen. Stuttgart unter massivem Druck liegt nur 0:4 hinten. Wien Wiesbaden hat in dieser Saison, in dieser Liga, noch nicht verloren. Mit unglaublichem Selbstbewusstsein ausgestattet. Aber dann lassen sie die Zügel auch mal schleifen. Vielleicht jetzt die Gelegenheit für die Schwaben zum Ehrentreffer. Und dieses Gastgeschenk nehmen sie dann auch an. Der eingewechselte Stetschen mit dem 4:1. Aber wenn man genau hinschaut, da geht keiner energisch hin. Selbst der Pass aus dem 16-Meter-Raum mit der Ferse wird gestattet. Und dann ist es ein leichtes, diesen Ball zu vollenden. Und plötzlich fühlt sich dann doch wieder einer bei der Ehre gepackt. Alf Minzel, der Nimmermüde, auf der linken Seite. Alf Minzel gegen zwei, Alf Minzel gegen drei. Alf Minzel lässt immer noch nicht locker. Wird gefoult, steht wieder auf, macht weiter, wird nochmal gefoult, dann der Freistoß. Klasse, diesen Spieler nach wie vor zuzusehen. Sein Einsatz wirklich sinnstiftend für die gesamte Mannschaft. Und das ist Nils Ole Boog. Bereinigt erstmal den Rasen und erschrickt dann den Torhüter. Versucht's direkt. Kann man mal machen beim Stand von 4:1.
Und dann noch ein Beitrag zum Thema Spaß und Spielfreude, vorgetragen von José-Pierre Wungudika. Schauen Sie mal, der ist da ganz hinten am eigenen 16er. Bekommt jetzt den Ball. 10 Meter gelaufen, 20 Meter, 30 Meter, immer noch Wungudika, 40 Meter, 50 Meter und dann kommt er sogar noch zum Abschluss. Das ist bärenstark. Wie ein Sprinter in der Leichtathletik, der Schuss ist gefallen und er gibt Vollgas auf dem Weg zum Ziel. José-Pierre Wungudika. Dann ist Schluss. Und der SVW in Wiesbaden ist nach diesem Sieg Spitzenreiter und das absolut verdient. Auch und vor allem dank der Leistung von ihm, dem Mann mit Köpfchen, dem Bauchmenschen, unterwegs in Herzensangelegenheiten. Sie haben von Ihrer Verlobten gesprochen. Gibt es denn eine Hochzeit? Ja, natürlich, die Hochzeit wird kommen, aber ist noch nicht geplant. Sportlich gesehen ist das Duo Wungudika-Benjamina schon jetzt eine Option für die Zukunft beim SVW in Wiesbaden.